Sollen wir den Pferderoman machen? Wir haben ein neues Kapitel. Das Kapitel 21, geschrieben von Jasmin. Und ich würde denken, der Ossel, wie jede Woche, wird kompetent das Geschehene, das bisher Geschehene zusammenfassen. Ach, Robin und der Bani, Babdani. Was, Robin? Wir haben eine weibliche Hauptperson. Anja. Ja. Anja und Babdani. Babdani. Die sind sich nicht sicher, ob Herr Müller das Feuerzeug geraucht hat. Und die Mutter ist immer noch dagegen, weil der Onkel beim Pferdeunfall ums Leben gekommen ist. Und dann ist aber was schiefgegangen und irgendwie war das mysteriös. Das war hervorragend zusammengefasst. Also wirklich toll. Nein, also nochmal, wir sind inzwischen, Herr Müller ist nicht mehr der Hauptverdächtige, sondern ein gewisser Miroslav Majorkovic, denn der arbeitet bei Herr Hinkeldinkel in der, nee, nicht stimmt, doch, bei Herrn Hinkeldinkel, oder wo war das? Hinkeldinkel, weiß ich nicht. Genau, Hinkeldinkels Tierarztpraxis, genau. Also zuerst war es ja, sie sind zu Danny gegangen, Danny Koslowski, der im Krankenhaus lag, der kannte das Feuerzeug nicht und dann sind sie zum Hinkeldinkel gefahren und dort haben sie also zufällig mitgehört, dass es jemanden gibt, der Miroslav Majorkovic heißt und auch für Hinkeldinkel arbeitet und das war also die große News letztes Mal. Schlagartig wurden Anja und Inge kreidebleich im Gesicht und sahen sich erschrocken an, denn hier spricht Miroslav Majorkovic. Ihr Kater hat die Operation gut überstanden und kann nun abgeholt werden. Also ist Miroslav Majorkovic ein Tierarzt anscheinend. Insofern, ja. Genau, für die Leute, die also beim letzten Mal nicht dabei gewesen sind oder auch gar nicht dabei gewesen sind, ja, Anja und Babdani ist unser Community-basierter Pferderoman, den ich angefangen habe mit 9 Jahren zu schreiben. Habe ihn mal hier vorgelesen und dann gab es so ein Ende, das aber eher ein Cliffhanger war. Und dann haben wir entschieden, dass die Community weiterschreibt. Und inzwischen schreibt jetzt jedes Mal in diesem Twitch-Stream, hat irgendjemand einen Pferderoman geschrieben, ein Kapitel geschrieben für diesen Pferderoman. Und es ist jedes Mal jemand anders. Und derjenige nominiert dann auch eine weitere Person aus der Community. So, insofern. Versetzt euch in die Stimmung für den Pferderoman. Kapitel 21. Verhör. Hast du das gehört? Zischte Anja und drehte sich energisch zu ihrer Cousine, worauf diese nur beschwichtigend mit den Händen wedelte. Sollte es sich bei diesem Miroslav Majorkovic tatsächlich um den Brandstifter handeln, durften sich die beiden Hobbydetektivinnen auf keinen Fall auffällig verhalten. Jeder Schritt musste genau überdacht werden. Und zunächst galt es erst einmal, Dr. Hinkeldinkel zu befragen. Schweigend beobachteten Anja und Inge, wie der junge Arzthelfer zurück in eines der Zimmer verschwand. Nur wenige Augenblicke später öffnete sich wieder eine Tür. Diesmal betrat ein Mann mittleren Alters, der eine Transportbox unterm Arm trug, den Eingangsbereich. Hinter ihm folgte Herr Hinkeldinkel. Die Männer reichten sich zum Abschied kurz die Hand, dann verließen der Hundepapa und sein kleiner Gefährte die Praxis. Als Dr. Hinkeldinkel schließlich die beiden Mädchen auf einer der Bänke in der Warteecke entdeckte, legte sich ein fragender Ausdruck auf sein Gesicht. Anja Müller, ich hätte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ist alles in Ordnung mit Herrn Koslowskis Pferden? Ja, ihnen geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind aber aus einem anderen Grund hergekommen, verkündete Anja und stand auf, um dicht gefolgt von Inge ein paar Schritte auf den Doktor zuzumachen. Worum geht es denn? Ich habe doch ein paar wartende Patienten zu untersuchen. Hubert Hinkeldinkel schien nicht begeistert von dem plötzlichen Besuch. Wir wollten mit Ihnen über den Brand reden,
Wir glauben, etwas Wichtiges am Tatort gefunden zu haben, erklärte Anja. Inge beteuerte mit heftigem Kopfnicken. Es dauert nur ein paar Minuten. Na, dann leg mal los. Der Doktor warf einen skeptischen Blick auf seine Armbanduhr. Eigentlich wollten wir darüber lieber unter sechs Augen reden, flüsterte Anja verschwörerisch. In einem der Untersuchungsräume kramte Anja schnell das Feuerzeug aus ihrer Tasche und drückte es dem Doktor in die Hand. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wieder begegnete ihr der Mann mit einem fragenden Ausdruck, der so viel sagte wie: Deshalb haltet ihr mich von meiner Arbeit ab? Nach einem tiefsten Seufzen erschied er jedoch, sich auf die Befragung einzulassen. Je schneller er hier fertig war, desto eher konnte er sich seinem nächsten Patienten widmen. So drehte er das kleine silberne Fundstück in seiner Hand und betrachtete es von allen Seiten. Na, ich glaube, es gehört einem meiner Angestellten. Auf der Unterseite stehen auch seine Initialen. Das habt ihr wirklich nach dem Brand im Stall gefunden? Genau, bestätigte Inge. Also gehört es wirklich Miroslav Majorkovic, murmelte Anja. In ihrem Kopf ratterte es geradezu. Kennen sich Herr Majorkovic und Herr Rodriguez zufälligerweise? Du meinst Francisco Alvaro Pablo Rodriguez? Hakte Dr. Hinkeldinkel nach. Ja, genau der. Nicht, dass ich wüsste. Hubert Hinkeldinkel kratzte sich bedenklich am Kinn. Nachdenklich am Kinn. Miroslav war mir schon auf dem einen oder anderen Hausbesuch auf Hof Schlitz, aber über seine privaten Kontakte bin ich nicht weiter informiert. Bei diesen Worten griff Anja nach dem Feuerzeug und schnappte es dem Tierarzt aus der Hand. Danke, Sie haben uns sehr geholfen. Gerade wollten die Mädchen das Untersuchungszimmer verlassen, als Anja sich noch einmal umdrehte und so unschuldig sie nur konnte, fragte: Bis wann hat Ihre Praxis eigentlich geöffnet? So, ich muss kurz wechseln. Zehn Minuten später saßen Anja und Inge in einem Eiscafé auf der anderen Straßenseite, von wo aus sie die Tierarztpraxis genau im Auge hatten. Was hast du jetzt vor? Fragte Inge und konnte die leichte Sorge, die in ihrer Stimme mitschwang, nur schwer unterdrücken. Na was wohl? Wir warten hier. Und sobald dieser Miroslav Feierabend macht, folgen wir ihm. Vielleicht wohnt er hier in der Nähe. Oder wenn er mit dem Auto hier ist, finden wir wenigstens sein Nummernschild heraus. Du willst ihm nachspionieren? Fast hätte Inge den Löffel Zitroneneis ausgespuckt. Wir sind hier nicht bei TKKG, Anja. Ja. Du weißt doch gar nicht, ob der Kerl überhaupt etwas damit zu tun hat. Entschlossen starrte Anja ihre entsetzte Cousine an. Eben. Deshalb müssen wir es ja herausfinden. Ja, das war Kapitel 21. Es spitzt sich zu. Und ich find's echt total geil, dass irgendwie so, also dieser Satz, wir sind hier nicht bei TKKG, Anja, finde ich total geil, weil es halt genau so ist, so funktionieren halt diese ganzen Jugendgeschichten. Und das, großes Kompliment an die Community bisher. Habt ihr echt diese Stimmung von Jugendromanen sehr, sehr schön eingefangen, oder? Muss man ja mal sagen. Auf jeden Fall. Nein, das soll weitergehen. Applaus, Applaus. Sehr gut, Jasmin, vielen Dank. Die nächste Person, die also das Kapitel 22 schreiben darf, muss, soll, wird, ist die Rash. Herzlichen Glückwunsch, Rash. Kapitel 22, wir sind sehr gespannt, was Anja und Inge herausfinden, wenn sie Miroslav hinterher spionieren. Und es entwickelt sich immer mehr zu einem Detektiv-Ding und weniger zu einem Pferderoman, muss ich allerdings sagen. Ihr müsst wieder die Pferde in den Fokus kriegen.
Och Mann, ich habe das schon wieder verpasst. Was? Hast du jetzt gerade erst eingeschaltet? Liebe Thief Army on Tour. Ja. Jasmin, Fortschritte sind super gemacht. Wer weiß. Nobelpreis verdächtig, natürlich. So, das wird rash gehen, schreibt die Linie. Natürlich, wer sonst? Ja, das war Anja und Babdani. Es wurde noch in der Community heftigst, ja, bis 11, machen wir noch, heftigst nach Philosophie gefragt. Sollen wir da auch noch was machen? Ja, müssen wir doch. Ja, ein oder zwei gehen noch, ne? So ein bisschen kann man noch philosophieren. Ich muss allerdings hier nochmal alles wieder aufmachen, weil ich ja einen tollen Absturz hatte, dank Trine 3. Ich hoffe, das kommt nie wieder vor. Es scheint aber nur so zu sein, dass es man beim ersten Mal, wenn das irgendwie spielt, hatten wir das Problem. Die letzten Male dann nicht. So, also dann gucke ich mal, was die Community so an Fragen geschrieben hat. Wie immer könnt ihr auch jetzt noch Fragen hinzufügen unter sergeantrumpel.de/twitch, wenn ihr da nicht sowieso schon drauf guckt. Scrollt ihr einfach ein bisschen runter und da findet ihr ein Formular, wo das alles steht. So, naja. Wie steht ihr zu dem von Valve eingeführten Rückgaberecht auf Steam? Zum einen als Spieler und zum anderen als Entwickler. Hast du das schon mitbekommen? Ich hab das mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob die das durchgesetzt haben bereits. Ja, das ist jetzt vor kurzem online gegangen. Ich glaube, du hast zwei Wochen Zeit, ein Spiel zurückzugeben, wenn du es nicht länger als 2 Stunden gespielt hast. Und kriegst dann auch dein Geld wieder zurück. Das bedeutet natürlich, dass du, wenn du ein Spiel machst, was nur 2 Stunden geht, ja, was du eine Spielzeit von 2 Stunden hast, dann ist es natürlich extrem ungünstig. Weil solche Spiele werden, glaube ich, keine Chance mehr haben. Es gibt solche Spiele, ja, es gibt so Kunstprojekte, die vielleicht auch nicht viel kosten, aber die von der Spieldauer her nicht so wahnsinnig lang sind. Wo man also wirklich schon fast das gesamte Spiel durchspielen kann. Allerdings ist halt auch immer die Frage, ob man es dann so genießt, wenn man so schnell durchspielt irgendwie. Also für den Spieler an sich, ich finde, es ist nicht verkehrt. Also ich habe auch, glaube ich, 5, 6 Spiele gekauft auf Steam, die ich einfach nur angespielt habe und sofort wusste, das ist noch in so einem frühen Entwicklungsstadium, das macht keinen Spaß zu spielen und das Spiel wurde nie zu Ende geführt. Da finde ich es wichtiger, dass dort ein Schutz eingestellt wird. Aber 2 Stunden ist schon relativ... relativ viel, muss ich sagen, oder? 2 Stunden ist schon ganz schön viel. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, relativ viele Games, die ich nicht länger als 2 Stunden gespielt habe. Steam sollte nur Games, die teurer als 5 bis 10 Euro waren, zurücknehmen. Das finde ich auch nicht ganz verkehrt. Also, dass man Spiele, die wenig kosten, vielleicht auch da rausnimmt oder so. Stimmt, also Spieldauer anzugeben ist schwierig, aber die meisten kleinen Titel, die man in 2 Stunden durch hat, sind halt auch billig. Schreibt 3000 Tonnen Koala, das stimmt auch, dass sie billig sind, aber trotzdem würde es ja bedeuten, dass man die zurücknehmen kann, oder? Ich würde es tatsächlich dem Entwickler überlassen, ob er das Spiel dazu freigibt oder nicht. Oder den Spielen eine Spieldauer von unter 5 Stunden haben, ganz davon ausschließen. Ja, irgendwie sowas finde ich auch nicht ganz schlecht. Also ich glaube auch, dass man es noch weiter differenzieren muss. Also ich finde es natürlich aus Spielersicht ist es angenehm, aber man muss natürlich tatsächlich auch an die Entwickler denken. Jetzt ist die Frage, wie viele Leute machen das dann wirklich? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Spieler, die jetzt ein Spiel 2 Stunden spielen und das okay finden und das dann durchgespielt haben, dass dann wirklich die Spieler sagen so, haha, jetzt gebe ich es wieder zurück oder so. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Naja, obwohl es gibt für alles irgendwie Leute. Also ja, oder? Weil was sagst du denn? Ja, man müsste es differenzieren, das denke ich auch. Auf jeden Fall. Also, ja, weiß nicht, sehr politisch alles schon wieder. Naja, das ist nicht wirklich politisch, sondern ja, warum? Doch, entscheidungsträchtig. Steam ist der Bundeskanzler, der das entscheiden muss. und
Ja, das Volk ist darauf angewiesen, dass er es gut macht. Und wenn der Entwickler die Möglichkeit hat, es einzustellen, sieht man auch, ob der Entwickler tatsächlich von seinem Spiel überzeugt ist. Das heißt also, ein Entwickler, der sagt, hey, ihr könnt das auch zurückgeben nach 2 Stunden, weiß, dass sein Spiel für länger aushält sozusagen. Fände ich auch, ist auch nicht ganz verkehrt. Ja, stimmt. Ich denke, die meisten Leute sind ehrlich genug, dass sie so kurze Spiele nicht schnell spielen und dann zurückgeben, sagt Absus Rex. Ja, hoffe ich auch. Aber man kann es halt nicht wissen. Es gibt niemanden, den es nicht gibt. Es gibt ja auch Leute, die tragen Mützen in geschlossenen Räumen, sagt der Nikodemus. Ja, Prost, ne? Ja, trollt nur rum, ihr Vögel. Ich versuche hier Philosophie zu machen und nein, es war ja auch nicht wirklich. Ach, guck mal an! Herr Nikodemus schreibt in der Philosophiefrage: Sind die einfachen Freuden die schönsten Freuden? Ich für meinen Teil glaube ja, dass es tatsächlich so ist. So. Was? Nochmal, die einfachsten Freuden die schönsten Freuden. Ossel ist, glaube ich, schon im Off-Modus. Der sagt nein, ich mehr. Denke nach. Nein, ich denke. Und? Nee, stimmt nicht. Sophisticated ganz, also. Freuden sind auch geile Freuden. Ja, durchaus. Also ich glaube auch nicht, dass es so ist tatsächlich. Es gibt also nicht pauschal. Aber nee, es gibt natürlich einige einfache Freuden, die auch tatsächlich toll sind. Aber es gibt schon auch einige komplexe oder komplizierte Sachen, die man machen kann, die man toll findet. Und die sind dann auch richtig, richtig toll. Ich glaube, das hängt sehr von persönlichem Geschmack einfach ab. Also wenn ich jemand bin, keine Ahnung, der frisches Weißbrot mag, total darauf steht, dann ist das natürlich eine einfache Freude, wenn ich zum Bäcker gehe und mir 2 Brötchen hole und die in mich hineindrücke. Dann habe ich eine einfache Freude, die mir auch sehr viel Spaß bringt. Aber wenn ich kein Weißbrot mag, dann ist das eine einfache Freude, die mir nicht so viel Spaß bringt. Insofern, ich könnte mir vorstellen, dass das sehr abhängig von der Person Freude an ist. Sich ist. Ja. Jemanden zum Lachen bringen ist meiner Meinung nach eines der schönsten Dinge im Leben. Außer du bist derjenige, der lachen kann. Also der zum Lachen gebracht wird vielleicht. Aber ich würde trotzdem Sex dem vorziehen. Dem du zum Lachen bringen. Ja. Als kleine schöne Freude. Sagst du? Ja. Sif, Army on Tour. Sardruppel, wann machst du denn mal wieder was mit Gronkh und Sarraza? Eigentlich machen wir die ganze Zeit was gemeinsam, das kriegt ihr bloß nicht mit. Ihr meint jetzt, du meinst jetzt natürlich Let's Plays. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil das einfach nach wie vor zeittechnisch anstrengend ist. Wir haben während der Zeit, als wir LPT gehabt haben, hatten wir immer so einen Rhythmus, in dem wir uns gesehen haben. Und das ist seit LPT nicht mehr so. Im Gegenteil, wir sind sogar alle drei relativ auseinandergedriftet. Ich meine, Sarraza ist jetzt sowieso sogar auf einem anderen Kontinent, also der ist sowieso ganz raus. Und ich konzentriere mich jetzt extrem auf das Computerspiel und auf meine anderen Arbeiten. Und Gronkh konzentriert sich extrem auf YouTube. Insofern sind wir alle momentan so ein bisschen unterschiedlich unterwegs und das ergänzt sich gerade nicht so gut. Deshalb ist das nicht so. Passt das gerade nicht so gut. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht nochmal wieder passiert. Also insofern. Ich hätte ja gedacht, dass wir Ark mal irgendwie zusammen anspielen. Aber jetzt hat Gronkh das schon so angefangen. Und mal gucken. Vielleicht kommt ja da nochmal irgendwie was zusammen. So, ich guck nochmal, was es hier noch gibt. Also. Ah, guck mal hier. Philosophie-Ninkten. Also Murphy schreibt. Oh, da muss ich mal einmal. Ich dachte, der wäre krank. Ja, der ist auch krank, aber der hat anscheinend schon vorgesorgt. Warte mal, ich muss das mal hier das kurz ein bisschen. So. Sollte man lieber an einem Ort bleiben, wo man unzufrieden ist, wegen Arbeit oder Wohnumgebung, oder doch lieber dort sein, wo man glücklich ist, aber eventuell nicht bleiben kann und das Sichere aufgeben? Also lieber sicher und unglücklich leben oder riskieren und eventuell glücklich werden? Das ist eine sehr krasse Grundsatzfrage. Ja, aber du kannst da gut was dazu sagen, lieber Ossel. Oh Mann. Nee, kann ich eben nicht. Doch. Ja, das. Kann ich.
Du weißt, weil ich jetzt nach Berlin gegangen bin, obwohl ich meinen guten alten Rumpel hatte. Du bist von Köln nach München und von München nach Berlin. Ja, das stimmt. Und bist du da immer deinem Herzen gefolgt? Also bist du immer darauf gegangen, glücklich zu sein? Oder hast du das auch wegen Arbeit gemacht? Nee, also wegen München war definitiv wegen Arbeit. München hätte mich erstmal nicht interessiert. Und Berlin war tatsächlich auch erstmal wegen Arbeit. Und dann, man baut sich ja immer so eine Peripherie auf an potenziellen Arbeitgebern. Und das ist jetzt ja hier so ein bisschen geblieben. Ne? Guck mal, hier schreibt Metal Leipzig, genau das habe ich zurzeit das Problem. Also es gibt, viele, die das durchaus nachvollziehen können. Es gibt auch einige, die sagen Risiko, auf jeden Fall Risiko. Hast du eher Risiko oder eher Sicherheit genommen? Momentan bin ich bei beidem. Bei beidem? Sicherheit und Risiko? Wie geht das denn zusammen? Naja, weil man gucken muss, was sich so ergibt. Ah, der Murphy ist doch nicht ins Schlafen gegangen. Ich habe extra ihn verabschiedet, jetzt ist er doch noch da. Wie gesagt, die Frage ist noch von letzter Woche. Das macht ja nichts. Wir können das ja trotzdem einmal ganz kurz... die andere Seite rumpelt. Ja, Blutkatze hat gesehen, dass ich hier irgendwie so eine komische Stelle habe, aber ich glaube, das war deshalb, weil ich hier so auf diesem Arm irgendwie so draufgelehnt habe und dann hat man das hier so gerade den Abdruck gesehen und ich dachte mir so, der Manuel ist krank. Hier, dieser Abdruck hier. Das ist ein Abdruck von einem Kronkorken. Wieso denn von einem Kronkorken? Ich habe hier überhaupt gar keinen Kronkorken, das ist total scary. Hier, dieser Abdruck. Eindeutig ein Kronkorken oder ein Goblin-Biss. Ich weiß es nicht. So, also schwere Frage, sagen viele. Ist ja auch klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer auf Risiko gegangen. Also LPT war Risiko, das Computerspiel ist auch Risiko, weil ich glaube, dass das Leben irgendwie so ein bisschen zu kurz ist, um immer nur Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit zu machen. Weil am Ende, man muss halt immer mal in die späteren Jahre denken. Willst du dann lieber sagen, ich habe mein ganzes Leben lang war ich sicher und habe immer mein kontinuierliches Einkommen gehabt. Ich habe nie was riskiert, aber ich war immer gut versorgt irgendwie. Aber ich konnte nie das machen, was ich eigentlich machen wollte. Oder ich konnte nie mal irgendwie ein Projekt durchziehen, was ich eigentlich gerne machen wollte. Und das war mir immer schon klar, dass ich Projekte gerne machen wollte. Auch wenn das aufzehrend ist und auch wenn das wehtut an vielen Ecken und Enden und auch wenn das schmerzhaft ist und wenn das finanziell oftmals nicht unbedingt das ist, was einen weiterbringt. Aber irgendwie fühle ich mich leer, wenn ich das nicht mache, glaube ich. Und deshalb bin ich immer auf Risiko gegangen. Natürlich, innerhalb dieses Risikos versuche ich immer, das Risiko zu minimieren. Das schließt sich ja auch nicht aus. Man muss ja nicht irgendwie total, ich sage jetzt mal, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Also wenn du jetzt sagst, so, ich will jetzt Rockstar werden oder so, das sind halt so Risiken, die sind so ein bisschen vielleicht weit hergeholt. Aber ein Risiko einzugehen und zu sagen, ich lasse jetzt meine Arbeit hier, gehe dafür auf eine andere Arbeit, wo ich weniger verdiene, aber ich weiß, dass mir das mehr Spaß macht und es gibt die Möglichkeit, dass es dann irgendwie weitergeht und was weiß ich, selbst wenn diese Möglichkeit nicht stattfindet, habe ich eine gute Zeit gehabt und habe daran Spaß gehabt, daran zu arbeiten. Und das ist auch ein Tipp von mir, irgendwie, wenn ihr risikoreich geht, habt immer mehrere Eisen im Feuer und habt immer Auswegmöglichkeiten. Wenn irgendwie dieses eine Projekt nicht stattfindet oder nicht zustande kommt oder ineinander zusammenfällt oder so, dann habt irgendwie eine Möglichkeit, einen anderen Ausweg zu finden. Und also es sollte nie so sein, dass wenn irgendwas, an dem ihr gerade arbeitet, zusammenbricht, weil das kann immer passieren, dass ihr dann gar nichts habt oder dass ihr dann irgendwie völlig aufgeschmissen seid oder so. Also riskieren ja, aber jetzt nicht so, dass es halt schon an Selbstmord, einem Selbstmord ähnelt. YOLO, Hashtag YOLO, so ein bisschen, ja. Man braucht einen Plan B. Genau.
So, Ossel ist eingeschlafen. Hallo? Ja, Mann, nee, das kommt doch immer darauf an, wie so, so was in deinem Leben, wie viel, ob du da Verantwortung hast oder nicht. Ja, ja, und, auf jeden Fall. Nee, klar, man muss alles zusammen sehen. Aber das ist auch eine Sache, die muss ich ganz ehrlich sagen, Risiko und genau wie du sagst, halt Verantwortung und ähnliche Sachen, Risiko und Risikobereitschaft ist natürlich in jungen Jahren wesentlich mehr gegeben als später. Irgendwann ist man dann vielleicht zu müde oder zu alt oder man hat zu viel weiß nicht, Familie oder Verantwortung, die einem eben nicht mehr so frei agieren lässt, wie man eigentlich will. Aber auch das ist, würde ich mal sagen, also es gibt durchaus auch Familienväter, die risikoreich unterwegs sind, ne, die das trotzdem machen. Man muss halt so ein bisschen... vielleicht sich noch ein bisschen mehr absichern, aber man muss auch diese Risikobereitschaft nicht ganz aufgeben oder so. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ganz schwieriges. Also, aber es liegt vielleicht auch daran, weil ich bestimmte Sachen jetzt auch schon gemacht habe. Also zum Beispiel diese Albumproduktion, da habe ich mir meine Hörnchen schon so ein bisschen mit abgestoßen, wo ich dann auch denke, ja, jetzt kann jetzt. Stimmt, das war auch eine Risikoentscheidung für dich, ne? Genau, und das kann jetzt auch mal ein bisschen alles safer sein. So. Bei mir gerade ein bisschen so. Kann sich auch wieder ändern. Der Teufel weiß es wieder. Der Teufel weiß es. Es gibt auch Leute, die nach einiger Zeit, also nachdem die Kinder vielleicht auch aus dem Haus sind, plötzlich wieder risikofreudiger werden. Gibt es auch. Es gibt auch Leute, die ihr Leben lang risikofreudig sind und damit auch gut fahren und vielleicht auch dann mal auf die Schnauze fallen, aber dann auch wieder nicht. Also ich glaube, dieses Aufstehen, ich glaube, heutzutage muss man halt sowieso etwas flexibler sein. Also man kann nicht mehr dieses typische Modell, ich lerne irgendwas oder ich studiere auf irgendwas und das arbeitet man da bis zum Ende des Lebens, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also ich kenne kaum jemanden, der das macht. Ja? Die meisten sind dann irgendwie mittendrin mal Quereinsteiger, machen irgendwas anderes, probieren andere Sachen aus, steigen mal total aus. Gibt es auch ganz viele Leute, die mal einfach ein Jahr weg sind oder so und ihren Job aufgeben und dann wiederkommen als neue Menschen. Also alles ist möglich. Ja? Wir sind, gerade wir hier in Europa, wir haben diese Möglichkeiten durchaus. Auch wenn uns viele immer einreden wollen, dass wir sie nicht hätten. Aber jeder von uns kann sich seine eigenen Ziele setzen und die meistens auch umsetzen. Wir haben dieses riesige Privileg. Und auch du. Ja? Moi? Ja, auch du. Alle, die also, zugucken gerade. Ich hab mir ein Skateboard gekauft, ist genug Risiko. Was, bist du wahnsinnig? Ein Skateboard? Doch, warte, ich muss es zeigen. Ich bin total stolz. Oh, was? Kannst du auch schon Tricks? Naja, ich übe noch den Olli. Der muss noch kommen, hat der Typ aus dem Shop mir gesagt. Ich würde gerne eine Ausbildung zur Mediengestalterin machen, aber ich traue mich nicht, meine Festanstellung aufzugeben. Aber nur wegen der Festanstellung oder auch wegen der Kohle sozusagen. Ne? Also hast du das so durchkalkuliert, dass du als Mediengestalterin auch diese Ausbildung machen kannst? Wenn ja, dann könnte man auch mal mit dem Arbeitgeber reden und sagen, hey, ich möchte mich weiterbilden. Könnt ihr mich, weiß ich nicht, ein Jahr oder zwei Jahre ersetzen? Kann ich vielleicht Halbzeit arbeiten oder so und das nebenher machen? Es gibt auch Aufbaustudiengänge. Da gibt es immer Möglichkeiten. Man muss nur, also ich glaube, man muss halt immer nur dranbleiben. Man muss halt dranbleiben und neue Möglichkeiten finden. Ich kenne das vom Programmieren, dass du... du setzt dich an ein Problem und denkst erstmal, es gibt nur eine einzige Lösung dafür, eine einzige Möglichkeit. Aber das stimmt nicht. Meistens gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten. Und wenn eine nicht funktioniert, dann muss man halt irgendwie einen Workaround finden. Dann muss man irgendwie so ein bisschen was anderes machen oder so. Einen anderen Weg finden. Und es gibt immer einen anderen Weg. Also Aufbaustudiengänge, es gibt Postgraduiertenstudiengänge auch in der KHM. Es gibt ganz viele Leute, die arbeiten dort, studieren dort und haben gleichzeitig noch einen Job. Gibt es auch. Ich finde im Moment keine Ausbildung, komme in der Schule nicht weiter, schaffe das Abi nicht, muss aber noch ein Jahr zur Schule wiederholen, geht bei uns nicht. Im Moment weiß ich auch nicht weiter. Ja, es gibt natürlich immer Zeiten, wo es scheint, als würde alles
zusammenbrechen oder so. Es ist immer mal ganz gut, einen Gang runterzuschalten und sich mal ein bisschen zu ordnen. Ich kann dir da jetzt natürlich auch keine konkreten Tipps geben, aber Schule ist schon wichtig, aber es ist nicht so wichtig, dass das euer ganzes Leben lang bestimmen muss. Ja, es gibt Leute, die haben ihren Hauptschulabschluss gemacht und sind danach irgendwie 3-4 Jahre, also sind dann in die Lehre gegangen und haben danach dann 3-4 Jahre später ihr Abitur nachgeholt. Natürlich ist das immer mit einem Mehraufwand verbunden und es wird vielleicht nicht unbedingt einfacher, aber manche Leute brauchen halt auch noch ein bisschen länger, um dann zu sagen, so jetzt will ich aber mein Abitur machen. Vielleicht, es gibt auch Leute, die haben ihren Realschulabschluss gemacht und sind damit total glücklich und haben eine Ausbildung gefunden, wo sie total happy sind. Man muss nicht unbedingt immer studiert haben oder so. Ja? Ich weiß nur, mein Studium, zum Beispiel mein Diplom, ich habe das nie vorgezeigt. Bei keinem Arbeitgeber, bei niemandem. Ich musste das nie vorzeigen, ich habe es nie gebraucht. Ich habe das noch nie jemandem gezeigt, außer meinen Eltern, als ich es dann in der Hand hatte. Insofern, das gibt natürlich auch andere Bereiche, ne? Wenn du jetzt Anwalt geworden bist oder so, da schauen die extrem auf die Noten, aber gerade in den kreativen Berufen ist das oftmals nicht so unbedingt. Da braucht man halt wirklich gute, sehr gute Arbeiten und die müssen für sich sprechen und das ist manchmal noch schwerer, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich dir da nur recht geben, Rumpel? Aha. Zumal man mittlerweile auch ohne Abi studieren kann. Kann man das? Ich glaube, du brauchst schon irgendwie sowas wie ein Fachabi oder irgend sowas in der Richtung. Naja, also es gibt Ausnahmen bei, sag ich mal, einer künstlerischen Befähigung, die außergewöhnlich ist. Wenn die das sehen, dann nehmen sie dich auch so auf, ja. Na gut, so viel zur Philosophie. Und wir haben 23.09 Uhr. Es ist Zeit, diesen Stream zu beenden. Ich komme natürlich wie immer gleich auch nochmal auf den TS. Die Daten sind wie immer auf sgtrumpel.de auf der Frontpage, direkt unter den Daten für Twitch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, wenn ich alleine unterwegs sein werde, aber einiges an netten Spielen einfach anspielen werde oder mit euch zusammenspielen werde, das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Eigentlich wollten wir auch noch vielleicht ein bisschen Nosgoth spielen, aber das haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Ja. Nicht wahr? Aber Trine war auch, ja, geil genug. So. Ja. Sag noch mal was Tiefgreifendes zum Abschluss und dann mache ich aus. Grüße und gute Nacht. Sehr tiefgreifend. Was Tiefgreifendes. Lasst euch nicht entmutigen. Genau, das Wochenende ist nah. Lasst euch mal... Wer ist nah? Das Wochenende ist nah. Also, der Untergang ist da. Der Untergang ist da, genau. Lasst euch nicht unterkriegen, es kommen auch bessere Zeiten. Es wird immer alles... Es kommt anders. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Den Spruch finde ich ganz gut. Freiheit für alle, genau. Haut rein, schlaft gut. Oder wir sehen uns gleich oder hören uns gleich auf dem TS. Bis bald. Tschüss!